Das darf man niemals machen. Saints Row ist unlogisch. Unlogisch, logisch, müsste man eigentlich erst sagen. Ja. Gut, ein Sender noch. Und dann, was kriegen wir dann? Den Stuhl der Stühle, den Kinsey braucht, um zu... Naja, um drauf zu sitzen oder... Keine Ahnung. Ah, hi. Wieso ist das Feuer an dem abgeprallt? Habe ich die... Oh, Scheibenkleister. Ich habe dich erwischt. Das war jetzt keine Absicht wie bei den letzten Malen. Klar. Klar. Komm, Kinsey! Wir haben ein Problem. Die hat ein Problem. Sorry. Ich habe einen Baseballschläger. Okay, und jetzt brenne ich verdammt. Sich mit einer brennenden Leiche anzulegen, war jetzt nicht so der Hit. Hey, da ist einer. Ich will mal meinen Baseballschläger ausprobieren. Ja, probier ihn aus. Den nutze ich sonst nie. Okay. Oh. Begib dich zum Landeplatz. Ich habe keine Karre. Aber ich kann eine besorgen. Da vorne kommen sie. What the fuck, Alter? Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich habe nur mit der Rakete auf dich geschossen mit. Nein, auf das Auto. Ich war beim Auto. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, die Rakete jetzt oder was? Zack. So. Einsteigen bitte. Der Kind ist jetzt geschnallt, ne? Ich mag nicht mit dir fahren. Es gibt nichts Komfortableres, ja? Der Tod ist auch komfortabel. Da ist der Heli. Steig in den Hubschrauber. Nein! Muss ich den jetzt fliegen? Nee, du bist am Rand. Ach nee, da bin ich. Da bist du. Okay. Sie fliegt. Nee, sie fliegt gar nicht. Ein Typ fliegt. Aber ich kann nicht ballern. Doch, du kannst. Ach doch. Es ist ein Kraftwerk. Ja, da wäre ich jetzt wow, nicht yeah, euch auch noch nicht aufgefallen. Und wir ballern einfach mal in das Kraftwerk. Mal schauen, was passiert. Nein, doch wir, weil wir sind zu zweit. Ja. Spring! Wie jetzt? Ja, da rein springen. Ah! Nee! Jump, jump, jump! So. Scheiße! Oh, lol, ich hab meinen Fallschirm gezogen und bin trotzdem gestorben. Hä? Was war denn das jetzt? Ohne Scheiß! Dein Partner wurde getötet, eigentlich bin ich gestorben. Ja, ich bin auch gestorben. Ich hab einen Fallschirm gezogen. Ich hab einen Fallschirm gezogen, er ist aufgegangen und dann war er weg. Hä? Warum das denn? Ah, cool, cool, wir sind unten. Gut. Ich meine, das muss jetzt keiner verstehen, oder? Komm, steh auf! Ey, cool, das sind sogar alle schon weg. Wie, meinst du? Gegner? Ich dachte, ja, Gegner. Ich dachte, da wären Gegner. Ich hab kann sein. Da kommen welche. Bitte. Achso, brauchst gar nichts mehr machen. Den nächsten Weltkrieg? Ja, den planen die. Ich versuche mal hier ein paar Sachen schon zu machen. Schalte den Router ab. Die haben drei Router. Wozu? Die World War. Lol, nicht du Scheißviech. Ich mach so, dich nicht. Das haben wir auch mal hier mal gemacht. Ja, ich habe ein Problem. Ich komme jetzt nicht mehr so zum letzten. Das wird ein bisschen schwierig. Weil jetzt brenne ich. Nee, doch nicht. Okay, ich probiere es. Nein! Jetzt.
Was machen da Passanten drin mit so einem Helm? Ja, frage ich mich auch gerade. Ist es das Wartungspersonal? Kann schon sein. So. Okay, ich mach den letzten Grad. Hallo, mach jetzt! Du jetzt den scheiß Router abstellen. Er macht nichts aus meiner Sicht. Ah, aber er hat einen Router abgestellt. Du hast nicht mehr allzu viel Leben, genauso wie ich. Mach das. Passiert. Ich muss mal kurz um Deckung gehen. Wir haben ein Problem, guck dir die Gegnermassen an. Ich hab die Lösung! Schnell, komfortabel und tödlich. Raketenwerfer. Also wir müssen davor. Lol, warum brenn ich? Warum brennst du? Hast auch gebrannt. Aber, naja. Alter! Nein, du sitzt da hoch. Komm. Hier hin. Schalte den Router ab. Den vierten Router. So. Ja, das ist der fünfte. Go, go, go. Ich habe zwei gemacht, du hast zwei gemacht. So. Und Abfahrt. Ich will den Stuhl. Hol den Stuhl. Hol den Stuhl. 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 Hey, stoppe die Downloads. Rette die Uploads. Er gibt zwar keinen Sinn, aber scheißegal. Doch, wir müssen uploaden. Ja. 10.000, oh yeah. Da können wir uns nicht. Und das Kraftwerk haben wir bekommen. Eine Festung. Atomkraftwerk Burns Hills. Oh yeah. Und sogar Bargeld. Jo. Gerade gesehen, gleich genommen. Auftrag http /deggers.sterben. Hört sich gut an, will ich machen. Ist geil. Bin ich dabei. So. Deine Karre. Willst du mit einsteigen? Nee, du fährst da nicht mit mir. Dann ist in Ordnung. Und dann machen wir hier mal was ganz Lustiges. Wow. Ja, schon geil, dass du, wenn du mit dem Auto aufkommst, ne, und hunderte Meter gesprungen bist, du stehst danach einfach. Das Auto fährt nicht weiter, das hat keine Dämpfung, das ist wie eingespickt in den Boden. Na klar. Naja gut, es ist Saints Row, ne? Wir haben es ja schon mal erwähnt. Es ist und bleibt Saints Row. Wow, da war ein Baum. Verdammt. Sorry, ich habe die Polizei auf uns gehetzt. Ja klar. Noch ein Stack-Typ überfahren. Die Saints lasse ich mal stehen. Und ich bin gleich da. Oh, er ist gleich da. Er ist gleich da. Und ich bin auf der falschen Seite. Er ist auf der falschen Seite. Können wir eigentlich... Naja. Ne, das sag ich, das haben wir mal nicht. Es gibt viele tolle neue Sachen. Wollte oder? Ich lange mal ein SingStar LP machen. Nein, nicht das. Das da mache ich nicht mit. Das da weigere ich mich strikt dagegen. Ich glaube, es würde eh noch Probleme mit Rechten geben von den Liedern. Du kannst jetzt wieder eine Typ machen, du machst dein eigenes Lied. Kennst du den Typ von DSDS? Ja. Der gesungen hat, der gesagt hat, er hat sein eigenes Lied und hat dann gesagt, Ketchup Mayo Sandwich. Kennst du anscheinend nicht. Nee, aber... Ich muss dir das mal zeigen, das ist der Hammer. Okay. Ja. Vielleicht kennt das wer, das ist einfach voll der Hammer, der Typ. Ich könnte mich nur so über den Tod lachen, der ist so dumm. Ich sag jetzt mal dazu einfach nichts. Ich lasse es einfach so stehen. Oder, was auch noch gut ist, ist die, wo ich sage, es macht bumm, wenn ich dich sehe. Ach ja. Das hat anscheinend etwas Bleibendes bei dir hinterlassen. Das ist der Hammer. Was es für Leute gibt. Boah, was für ein geiler Stuhl. Wie haben wir den jetzt eigentlich da rausgekriegt? Wir haben den Router ausgeschalten und? You can survive a gunshot, but if your mind takes too much shock in this chair, you'll go brain dead. Toll. Echt klasse. Dann bin ich hirntot. Aber das wird jetzt auch lustig. Jetzt sind wir endlich bei der Mission, die ich erwartet habe. Hihihihi. Auf ins Klo. Und es wird sehr lustig.
Yay! Kann man die Folge so nennen? Wie bitte? Ein Griff ins Klo. Ja, mal gucken. Theoretisch, ja. Praktisch. Ja, wir sind im WWW, ja, World Wide Web, und wir sind ein Scheißhaus. Zwei Scheißhäuser. Was ist die Mehrzahl? Ja, Scheißhäuser wahrscheinlich. So, so viel dazu. Hier sind Grabsteine, sieht eigentlich alles ganz schön aus. Runterspringen kann man nicht, ist alles schön abgegrenzt. Mit Luftmauern hier, und jetzt sind wir Gummipuppen. Aber wir können wenigstens schon schlagen, ja? Und rennen. Gummis. Gummipunch. Oh yeah. Und jetzt haben wir auch eine Knarre und Gegner. Oh, das können wir aufladen. Ja. Aufladewaffe. Da ist noch einer. Komm her, zeig dich. Oh, gleich zwei mitgenommen. Okay, der springt gleich freiwillig runter. Auch gut. Habe ich nichts einzuwenden, ganz ehrlich. Ja, das finde ich auch gut. Bam! Wenn du aufgeladen hast, kannst du bis zu drei Stück, die relativ nah beieinander stehen, kaputt machen. Das ist ja der Hammer. Ja, das ist geil. Bist du noch hinter mir? Nö, nö, da waren hinter dir Gegner, die habe ich alle erledigt und. Ich habe mir Zeit gelassen. Gib Gas! Ja, ja, ich komm ja schon! Du auch noch. Und. Noch irgendwer. Hauptsache aufgeladen. Wow! Okay, das hat mich jetzt selber umgehauen. Ach genau, da war es mit Zuständen. Da, der ändert ja die Regeln und dann ist auf einmal schnell. Ist das ein Assi? Das habe ich die jetzt auch erwischt? Lol, sorry. Ob ich Schaden gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Ja, aber es haut dich um. Kann das sein, dass meine Schüsse bei denen gar nicht gelten? Wir bewegen uns langsam, oder? Ah. Sorry. Vor mich ziele auf den Hintern und der andere kriegt's ab. Die spawnen aber auch direkt vor der Nase, oder? Jetzt gleich wieder. Wow, wow. Mehrfachkills. Oh yeah. Wo ist der Typ? Ist der jetzt tot? Wow. Ja, keine Ahnung. Okay, wir sind bei der Firewall angelangt, oder? Du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, bemerkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird. Entschuldigung. Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ein Loch in der Wand. Was magst du? Öffne die Tür, nimm eine Fackel, geh durch das Loch. Mache ein Nickerchen. Ich würde zu Nickerchen tentieren. Ach, ich nehme die Fackel. Ja, mache ich auch. Das war richtig. Ah, ja. Du ziehst die Fackel aus der Wandhalterung und öffnest die Tür. Vor dir erstreckt sich ein dunkler Korridor, der sich in dichtem, finsterem Schwarz verliert. Du gehst deine gefühlte Ewigkeit weiter und plötzlich bemerkst du, dass deine Fackel allmählich ausgeht. Was machst du? Ich suche nach einer Geheimtür. Nicht, geh weiter. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt die geheime Tür genommen. Ist richtig? Weiß nicht. Es gibt keine Geheimtüren. Was magst du? Laufe dann gehe ich weiter. Geh ich weiter. Du rennst vorwärts und betest zu den 31 Göttern des Dias, dass deine Fackel nicht ausgeht. Und zum Glück geht sie auch nicht aus. Vor dir weicht die Dunkelheit dem Licht. Ein bläuliches Schimmern erhellt den Korridor vor dir. Du hörst das Geräusch eines großen Felsens, der auf Stein reibt. Was magst du? Benutze Magie. Du beherrschst keine Magie. Na, dann gehe ich weiter. Ja, wenn du dich auf das bläuliche Schimmern zubewegst, geht der Korridor in eine größere Halle über und die Lichtquelle ist endlich zu erkennen.
Der Raum wird von einem riesigen leuchtenden See erhellt. Ein Einhorn steht am Ufer und trinkt. Töte das Eichhorn! Okay, töten wir das Einhorn. Du hast gewonnen! Ja! Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Tränen Teil 1, der Trilogie Wirbelnde Finsternis. Oh yeah. Das war cool. Überlebe das Text-Adventure, naja, haben wir geschafft, ja. Ja, ich mein, wir rulen das Text-Adventure. So. Das ist ein Antivirus-Programm. Okay, ich bin schon wieder ein Scheißhaus, aber hab eine Knarre. Ja. Willst du mich verarschen? Ein Scheißhaus mit Knarre, sowas haben wir immer gern. Zack, Spezialistenkill. Du gehst auch drauf. Okay, begib dich zur Antivirus-Software. Ja, ich sag mal so, ne, bin echt gern gesehen und auch wahnsinnig nützlich. Aber hier in Saints Row bei der Mission. Geil. Ein rennendes Klo, hast du das schon mal gesehen? Ja, ich bin selber eins. Natürlich nur in-game. Ja, nicht in Wirklichkeit. Ich würde es bevorzugen, lieber Iron Man oder sowas zu sein in Wirklichkeit. Ja, da hätte ich mir. Ja, was ist denn das für ein scheiß Ding? Ah! Das sind künstlich herbeigeführte Lags. Geil. Ja, das also Saints Row bietet. Oh, sorry. Ach du Scheiße, ich bin fast tot. Ist wirklich einfallsreich. Ne, ich glaube, die haben einfach nur das Pink-Siegel von Guild Wars übernommen. Wo ist denn der jetzt? Wo ist der? Ohne Scheiß, ne? Als kleiner Spaß zur Erläuterung, wer das Pink-Siegel nicht kennt, es gab mal zeitlang im Online-Spiel Guild Wars Probleme beim Einloggen mit deutschen Spieler. Scheiße, ich bin am Sterben. Im Zuge dessen haben einige das Pink-Siegel erfunden. Oh Mann! Ich hab dich nicht gesehen, dann bin ich selber gestorben. Na toll. Das Pink-Siegel erfunden. Das war mehr so halt Running Gag. Wer das Pink-Siegel anwendet,